Großes Nachtreffen und Bilder austauschen. Diese Pfadfinder aus der Pfarrei St. Pius in Ingolstadt haben einiges erlebt. Sie kommen gerade aus Japan zurück. Wir waren auf dem Jamboree, das ist ein Weltpfadfindertreffen. Also aus der ganzen Welt kommen der Pfadfinder immer in ein Land und machen da ein ganz großes Lager. Ein großes Zeltlager mit mehr als 30.000 Teilnehmern. Beim World Scout Jamboree treffen sich christliche Pfadfinder aus allen Kontinenten, alle 4 Jahre an einem anderen Ort. Die Jugendlichen aus Ingolstadt gehören zur deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Sie reisten zum Lager nach Kirarahama. Das ist ein Strandabschnitt im Südwesten Japans. Dort war einiges geboten, um die anderen Pfadfinder und ihre Kulturen kennenzulernen. Bei anderen Ländern, zum Beispiel bei den Italienern, konnte man Pasta probieren, bei den Amerikanern typisches so Pancakes, bei den Kanadiern auch, oder bei den Ägyptern typische Nachspeisen, typisch arabische. Also man konnte, eigentlich war es auch ein Food-Festival, also man hat sich auch eher über das Essen ausgetauscht, konnte aber auch so wirklich die Kultur nochmal bei anderen Ländern sehen. Und natürlich kamen die Pfadfinder auch in Kontakt mit der japanischen Kultur. Was ich jetzt auch besonders fand, dass also alle immer ganz höflich waren, alle gelächelt haben immer. Und wenn man zum Beispiel Visitenkarten oder sowas in der Art ausgetauscht hat, haben sie es auch immer mit 2 Händen übergeben. Und man sollte halt nicht wegstecken, weil es immer ganz unhöflich rübergekommen ist. Besonders beliebt bei den Pfadfindern, Sachen tauschen. Ihre Eroberungen haben die Jugendlichen nach Hause mitgebracht. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Aufnäher aus Deutschland, einen aus Korea, den ganz normalen Jamboree-Aufnäher, also den hat einfach jeder am Anfang bekommen, einen aus Japan, aus Spanien und einen aus Kanada bekommen. Also habe ich einfach so getauscht. Ich habe zum Beispiel jetzt auch meine 2. Kluft getauscht für eine britische. Eine Freundin von mir hat eine neuseeländische getauscht oder eine aus Singapur. Also es war nicht offen, was man tauschen wollte. Wir hatten auch ganz skurrile Sachen. Also es wurden auch Socken getauscht, es wurden T-Shirts getauscht. An ihren Trip nach Japan werden die Jugendlichen gerne zurückdenken. Das nächste Jamboree findet 2019 in den USA statt.